Hallo Freunde, ich möchte euch diesmal meinen neuen Italiener vorstellen, der mich begleitet. Und zwar ist er von der Gebirgsjägereinheit von den Italienern. Und das Teil hat mich irgendwie durch die Optik fasziniert mit den Seitentaschen zum Schnüren. Und ist halt wieder mal sein Retro-Style. Er ist auch kein Leichtgewicht, er hat 1,6 Kilo, ist ein Segeltuch, ist eine schwere Baumwolle, und aber ein robustes Teil, nicht umzubringen. Wie gesagt, ich glaube, der ist aus den 70er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Klar, der kommt wieder mal vom Bastian, vom Schub Military Basic, und dort ist er mir gleich wieder mal ins Auge gesprungen. Ja, ich zeige euch den nur mal ein bisschen, es ist nichts Besonderes dran. Wie gesagt, aus den 70ern. Er hat ein normales Schultergurte. Ich will gleich dazu erwähnen, hier sind Verlängerungen dran, die sind normal nicht dabei. Also diese Italiener müssen ja damals so richtige halbe Hemden gewesen sein. Also die stellen nichts dar, so Obelix-mäßiges wie ich. Und dazu habe ich Verlängerungen vom Bastian bekommen, weil sonst wäre das wirklich extrem kurz, muss ich sagen. Also da passen wirklich nur so halbe Hemden hinein. Aber mit den Verlängerungen kann man hier das extrem machen. Wir haben hier auch Karabiner zum Schnellverschließen. Zusätzlich habe ich wieder mal einen Brustgurt dabei. Ja, ohne den mag ich überhaupt keinen Rucksack, weil ohne den geht es gar nicht bei mir. Ja, was haben wir noch? Wir haben unten was zum Dranhängen. Es ist zwar nicht riesengroß, könnte man vielleicht auch verlängern, dass das länger wird, wenn man hier wirklich größere Sachen draufhängen will. Aber ja, ist reine Geschmackssache. Ja, schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein normales Verschlusssystem. Und hier eine gummierte quasi Überklappe. Und wir haben eigentlich nur ein riesiges Hauptfach. Ich zeige euch das dann mit der Kamera näher. Und ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Liter der hat. Ich schätze mal mit den Seitentaschen so 35 Liter. Und die sind hier extra zum Verschnüren. Also das gefällt mir sehr gut. Und hier dann noch einmal mit Klett zum Verschließen. Die ganzen Maße von den Teilen und schreibe ich euch unten noch einmal alles in die Beschreibung, oder ich lasse hier unten noch einmal mit einem Lauftext mitlaufen. Ja, ich hole jetzt einmal die Kamera her und zeige euch das Ganze noch einmal aus der Nähe. Ja, man sieht hier, unten ist eine Plastikeinlage quasi, dass halt die Feuchtigkeit von unten nicht durchgeht, und die Seitentaschen sind wirklich schön geräumig, da gibt es gar nichts. Also da passt eine Nalgene, die Runde hinein, die 1 Liter, und auch die Nalgene, die Nierenflasche, zeige ich euch auch gleich. Also die passt da ohne weiteres hinein. Ich habe nur hier schon was herinnen, räumen wir das einmal raus. Ja, man sieht, es ist wirklich ein Riesentrumpfach, und die Flasche geht bis hierher. Also ohne Probleme passt die rein. Jo. Dann haben wir noch einmal das Vordersystem quasi. Hier kann man noch einmal was durchschlaufen. Da kommt bei mir dann noch eine kleine Tasche drauf. Und wie gesagt, unten hier diese Riemen sind nicht weiß Gott wie groß. Aber das Ganze ist sehr schön. Ein bisschen gepolstert sind sie. Nicht extrem, aber er trägt sich ganz gut. Na klar, keine 50 Kilo kann man da nicht reingeben, aber ich hatte jetzt circa so 8 Kilo drin. Trägt sich gut, ist kein Problem. Kommt natürlich auch immer auf die Strecke an, wie weit. Aber als Retro-Teil, er hat hier auch keine extreme Verstärkung drinnen. Also da ist wirklich nur das Segeltuch selber.
Ich muss auch dazu sagen, es passt die Original-Faltmatte von die Bundeswehr-Faltmatte nicht hinein. Ich habe aber hier von Military Basic auch noch, das ist auch so eine Faltmatte, ist mit Stoff überzogen und die habe ich mir etwas zugeschnitten auf die Form, dass die dann exakt da hinten reinpasst und ein bisschen den Rücken quasi nicht so drückt. Ja, in dem Sinn, das war's von den kleinen Italienern. Jo Freunde, das war's wieder im Großen und Ganzen mit der Vorstellung. Ja, jetzt werden etliche sagen, der Kerl hat einen Vogel, der bald jede Woche einen neuen Rucksack. Ja, das stimmt, aber was soll ich machen? Manche wissen es, also Rucksäcke und Kocher sind für mich wie für die Damen die Handtaschen und die Schuhe. Irgendein Spray muss man ja haben. Jo Freunde, ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Falls ihr Interesse an den Retro-Teil hat, der Link ist unten in der Beschreibung. Und ich sage einmal wieder danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao, Freunde.